Während des Zweiten Weltkriegs kommandierte Major Greg Boyington im Kampf gegen die Japaner eine Jagdstaffel des US-Marinekorps im Südpazifik. Seine Piloten waren ein Haufen von Unruhestiftern und Wirrköpfen, die durch ihre beispiellose Tapferkeit bekannt wurden. Man nannte sie die schwarzen Schafe. Unterstützung für unsere Jagdpiloten im Pazifik. Die Jagdflugzeuge, die von amerikanischen Fließbändern rollen, sind schneller, kampfstärker und sicherer als alles, was die Japaner in die Luft schicken. Nach Einschüssen, selbst abdichtende Treibstofftanks und verstärkte Panzerung gehören nun zur Standardausrüstung der amerikanischen Jagdflugzeuge. Amerikanische Jagdpiloten sind besser ausgebildet und besser ausgerüstet als der Gegner und sind ihm überlegen. Aber auch Zeros sind gefährlich und viele unserer Jungs werden abgeschossen. Deshalb tragen alle Piloten im Pazifik Schwimmwesten, Überlebensausrüstung, Haiabwehrmittel und Handfeuerwaffen bei sich. Wenn sie im Wasser notlanden, übernehmen unsere Jungs vom Rettungsdienst alle Anstrengungen, um die abgeschossenen Kameraden zu bergen. Dabei müssen sie oft tief in feindliches Gebiet vordringen. Und schon am nächsten Tag ist der Pilot wieder einsatzbereit. Er muss hier irgendwo liegen. Sag dir doch, du musst erst zielen, dann schlagen. Mit solchen Schläger kann man nicht zielen. Vielleicht dort unten. Was tut ihr beide hier? Oh, wir suchen nur unseren Golfball. Ich hörte einen Klatsch im Wasserbehälter. Sie hörte einen Klatsch? Im Wasserbehälter. Hat einer von euch Achtung gerufen? Ja, das war French, damit du nicht getroffen wirst vom Golfball. Warum ruft ihr nicht einfach Vorsicht? Weiß nicht, beim Golf ruft man Achtung. Achtung! Nancy, ich... Vergiss unsere Verabredung heute Abend. Ich bin sein Caddy. Du kannst auch morgen Abend vergessen und übermorgen auch. Und alle Abende in Zukunft. Ich bin nur sein Caddy, ich spiele nicht mehr Golf. Weißt du, was du bist? Ein mieser Spanner! Nancy, warte! Lass mich in Ruhe. Warte doch mal! Ich will's dir erklären. Ich such meinen Golfball. Hast du ihn gefunden? Verschwinde! Sofort! Sofort. Er hatte sowieso eine Beule. Schon gut. Und wenn ich euch hier nochmal erwische, dann lasse ich eure Untersuchungsberichte verschwinden. Dann kriegt ihr alle Spritzen nochmal. Da oben war wirklich ein Ball. Ich hörte es platschen. Papi, Schiffe direkt vor uns! Wir greifen einmal an und dann weiter. Wir hatten den Befehl, Tiefflugangriffe zu fliegen. Auf jedes Versorgungsschiff, jeden Zug und jeden LKW, der aus dem von Japanern besetzten Hafen Rabaul kam. Tieffliegen macht Spaß, aber es kann auch sehr gefährlich sein. In 50 Fuß Höhe können Sie einen mit einer gut gezielten Kokosnuss runterholen. Zurück zur Dusche. Unter uns ein Zug. Greifen wir an, Papi?
Manchmal hat man ein Gefühl, so eine Ahnung. Und später wünscht man sich, man hätte sie beachtet. Ich hätte Nein sagen können zu Bobby. Wir waren 400 Meilen von La Cava entfernt und unsere Tanks waren halb leer. Aber wir hatten Befehl, die Nachschublinien abzuschneiden. Okay, ein Angriff. Du und Casey, dann schließt ihr auf. Pardon me, boy. Ist das der Chattanooga-Tutu? Kamikaze ausprobieren! Verdammter Mist! Ich schaff's nicht bis nach Hause, Larry! Kannst du es bis England schaffen, Bobby? Ja, ich denke schon! Ich brauch den Kurs, Larry! Meine Karten sind verbrannt! Geh auf Kurs 275, da müsstest du in 15 Minuten da sein! Ich bleib bei ihm, Papi! Und was willst du tun, mit ihm runtergehen? Wir haben kaum genug Sprit, um nach Hause zu kommen! Du fliegst mit uns, Larry! Viel Glück, Bobby! 5-1, dass ich schaffe! Wer hält dagegen? Ich setze 20 dagegen, Boyle! Bobby verschwand in Richtung der Insel, die wir England nannten. Dort gab es einen Küstenbeobachter, der uns schon mehr als einmal aus dem Wasser gefischt hatte. Er war der Sohn eines englischen Earls, der dort eine Plantage besaß. Wenn Boyle es dorthin schaffte, würden wir einen Weg finden, ihn nach Hause zu holen. Falschen Insel. Eine Schicht wie diese und ich kündige. Kein Schafstall heute Abend. Ich hoffe, ich sehe den kleinen Dreckskerl nie wieder. Natürlich. Es fehlt einer. Casey, geh ans Funkgerät. Nancy, als ich zuletzt mit ihm sprach, war auf dem Weg zu einer freundlichen Insel. Er wettete, er ist bis heute Abend wieder hier. Vertrau mir. Mal sehen. Der Code ist 6511. Kontaktzeit 18 Uhr. Wir haben noch etwas Zeit. Ruf Red beim Rettungsdienst. Sag ihm, wir brauchen nochmal die Ente. La Cava an Dumbo. La Cava an Dumbo. Dumbo, komm. Ich übernehme das. Reden Sie, La Cava. Du hast die falsche Frequenz. Nein, das ist der Rettungsdienst. Das ist Colonel Lard. Es ist die Luftseerettung. Colonel Lard? Ja, ganz richtig, Boynton. Commander Blake? Liegt im Lazarett mit Blinddarmentzündung. Bis er zurückkommt, bin ich zuständig für den Rettungsdienst. Was brauchen Sie? Wir brauchen die Ente, Sir. Wofür? Ein Pilot sprang über England ab. Sind Sie noch dran? Oh nein. Es ist eine Insel. Wir nennen sie England.
Wir glauben, dass er dort ist, zumindest hoffen wir es. Es gibt da eine Küstenwache, die schon mal einen von uns aufgefischt hat. Wir brauchen die Ente, um ihn zu holen. Wäre es zu viel verlangt, wenn Sie mir die militärische Bezeichnung... Der Insel nennen. Konga. Konga. Konga? Beugen, das sind über 400 Meilen. Wir können keine Ente 400 Meilen hinter die feindlichen Linien schicken. Er muss auf ein U-Boot warten. Colonel, wir haben es schon mal gemacht. Also Red gibt uns die Ente, wir geben ihm eine Kiste... Eine Kiste Scotch. Und wir fliegen hin und holen den Jungen, bevor die Japaner überhaupt aufwachen. Es ist mir egal, was Sie und Red, ich meine Commander Blake, früher gemacht haben. Ich sag Ihnen, nach den Rettungsdienstrichtlinien müssen abgeschossene Piloten, die mehr als 100 Meilen hinter den feindlichen Linien sind, von U-Booten aufgefischt werden, Major. Also ich habe ein U-Boot. Es liegt vor Rabaul. Es soll heute Nacht einen abgestürzten Navy-Navigator aufsammeln. Morgen schicke ich es nach Konga. Es kann in 48 Stunden dort sein. Sir, was ist, wenn ein Wasser runtergekommen ist? Möchten Sie gerne 48 Stunden im Wasser verbringen? Das möchte ich nicht, Beugen. Aber wir leben alle im Risiko. Ich muss mich um viele abgeschossene Piloten kümmern. Der einzige Weg, sie alle zurückzuholen, ist korrekt, die Richtlinien einzuhalten. Außerdem, General Moore kommt morgen vom Flottenkommando zurück. Sie sollen um 6 Uhr hier sein zur Besprechung. Sie können nicht die ganze Nacht fliegen, dann hierher kommen und anschließend wieder einen Einsatz fliegen. Wieso diese Änderung? La Cava aus. Ja. Jetzt hat Boyle noch etwas mehr Zeit, die Eingeborenen abzuzocken. Das ist alles. Ich sage Ihnen, mein Herr, Sie brauchen Hilfe. England, ich hab's geschafft. Nicht ganz. Wir nennen es Frankreich. England ist dort gegenüber. Peter Buckley. Bobby Boyle. Oh, ich sehe mir das gleich mal an. Sie werden eine Weile nicht fliegen können. Na hören Sie, ich bin froh, dass ich noch lebe. Ja, richtig. Wohin geht er? King George? King George? So nenne ich ihn. Er will sich mal umsehen. Wir sind sicher nicht die Einzigen, die Sie entdeckt haben. Reisbälle? Hier unten. Wenn Sie dem Pfad dort runtergehen, dann können Sie ihm guten Tag sagen. Danke, Kumpel. Lassen Sie uns hier verschwinden. Paddelten damit von hier nach Hawaii. Hawaii? Ja, das sind 5000 Meilen übers Meer. Hawaii? Wie hoch standen da die Wellen? Ziemlich hoch, nehme ich an. Wie weit ist es bis England, Peter? Etwa eine Stunde um die Spitze rum und dann über den Kanal. Thank you.
Nein, aber mein. Und kein Kumpel, der schnarcht? Da sollten Sie King George mal hören. Habt ihr ihn gefunden? Ja, haben wir. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, Papa. Elizabeth, das ist Lieutenant Boyle, Marinepilot. Das ist King Georges Tochter, Elizabeth. Hallo. Hallo. Sie hat einen Malariaanfall. Ich gab ihr Chinin. Geht's besser? Solange ich meine Augen nicht bewege. Du meinst, deine Kuckerchen tut weh? Kuckerchen? Ja, die Kuckerchen, die Augen. Nur, wenn ich sie bewege. Es ist Kontaktzeit. Kuckerchen klingt lustig. Sehr lustig. La Cava, England ruft. La Cava, hier ist England. Hier ist La Cava, wir hören Sie. Wir haben jemand aufgesammelt. Ein netter Kumpel, aber ziemlich viel mit Wetten beschäftigt. Ist er in Ordnung? Seine Hände sind verbrannt. Es ist nichts sehr Ernstes, aber er sollte möglichst schnell in medizinische Behandlung, denke ich. Over. Ein U-Boot kommt zu Ihnen, morgen Nacht. Halten Sie so lange mit ihm aus? Roger, wir werden auf ihn aufpassen. Passen Sie lieber auf Ihr Geld auf. Oh, lass bloß diese Sprüche, Papi. Hören Sie, Peter, ich hatte Malaria. Ich war höllisch krank, aber die Augen taten mir nicht weh. Und sie hat Hautausschlag. Fragen Sie, ob Sam da ist. Beschreiben Sie die Symptome. Wenn sie Malaria hat, bin ich die Queen von England. Boynton, hier England. Ist Sam da? Einen Moment. Reden Sie, England. Sam ist Krankenschwester. Ach so. Sam, ich habe eine kranke Eingeborene hier. Ich dachte, es sei Malaria, aber Lieutenant Boyle ist sich nicht sicher. Geben Sie mir medizinischen Rat. Over. Wie sind die Symptome? Schwitzen, Fieber. Und es bildet sich... Gute Reise, Sie geben Sie Ihre Flüssigkeit. Viel Aspirin. Haben Sie Belladonna-Tinktur oder Dymon? Nein, nur Aspirin und Chinin. Augenblick. Klingt nach Kantorfieber. Sie muss in den nächsten 24 Stunden Medikamente kriegen, sonst ist es aus. Zeit ist um. La Cava. Aus. Roger, England aus. Entschuldige, Sam. Ja? Warum habt ihr abgebrochen? Wir dürfen nicht länger als 2 Minuten in Kontakt bleiben, sonst erfassen die Japaner uns und orten Peters Standort. Das Risiko können wir nicht eingehen. Hat sie eine Chance? Sicher hat sie eine Chance, aber keine große. Ah. Hey, Jerry! Peter hat dich doch mal rausgefischt. Gibt es auf der Insel einen Platz, wo man eine L5 landen kann? Es gibt eine kleine Lichtung auf einer verlassenen Plantage, aber inzwischen ist sie sicher überwuchert. Vielleicht 500 Fuß, höchstens, auch wenn nicht. Deine L5 schafft es nicht so weit. Treibstoffversorgung, die ganze Strecke Gegenwind. Es gibt sicher einen Weg. Kein Weg. Micklin, es gibt immer einen Weg. Oh, sicher. Sie fliegen bis zu einer japanischen Tankstelle, gehen runter und sagen, volltanken. Wie werden Sie Neil Boeing? Nun halten Sie mal die Luft an, Sergeant. Und wenn er den Sprit in Kanister füllt? Welch ein Geistesblitz. Mein Sohn, sag mir eins. Wie bringst du den Sprit aus dem Kanister im Cockpit in den Tank außerhalb des Cockpits? Sie könnten einen Schlauch vom Tank nach hinten ins Cockpit legen. Und bei leichtem Abwärtsflug könnte man den Tank füllen. Der Sprit läuft ganz von selbst. Eine Klemme an den Schlauch, fertig. Ist ja toll. Du fliegst die Maschine und tankst zur selben Zeit. Nein, ich dachte, der Major fliegt und ich fülle den Tank. Boyle und ich wiegen nicht viel. Papi bringt sie mit uns beiden hinten drin hoch. Lucky Lindy kriegt den Hintern nicht hoch mit euch beiden hinten drin. Der Vogel ist überladen mit 300 Pfund und niemand kriegt ihn hoch bei einer Startlänge von nur 500 Fuß. Niemand. Papi kann's. Sicher kann ich's. Komm schon, Papi. Komm schon, komm, Papi. Du schaffst es. Los, bring sie hoch. Hoch den Hintern. Ja, ja, du schaffst es. Ja.
Ja, auf 2000 Fuß Startbahn. Keine Sorge, Major. Ich hab's genau ausgerechnet. Boyle wiegt nicht mal halb so viel wie die Kanister. Wir schaffen es. Wer macht sich Sorgen? Als wir eine Stunde draußen waren, ging die Sonne unter und ich machte mir um andere Dinge Sorgen. Zum Beispiel, dass wir mit diesem Papierdrachen über japanischen Inseln waren, voll beladen mit Treibstoff und nur ein paar 45ern, um uns verteidigen zu können. Jeb machte es nichts aus, er schien es sogar zu genießen. Was wissen schon Kinder? Es ist Zeit, rauszufinden, ob deine Erfindung funktioniert. Die wird funktionieren. Das wäre gut, mein Sohn, sonst müssen wir nach Hause schwimmen. Okay, fertig. Es funktioniert. Hab ich nie gezweifelt, Papi. Hoffen wir, dass Casey Peter erreicht hat. Ich werde es euch nie vergessen, was ihr für Elizabeth tut. Hören Sie auf. Wie viele von uns haben Sie schon aufgefischt? Glauben Sie, die sind pünktlich? 10 Mäuse. Sie landen in 5 Minuten. Ich halte dagegen. Okay, die Wette gilt. Sind Sie dabei? England müsste direkt vor uns liegen. Halt Ausschau nach Lichtern. Boynton hat recht. Ich muss auf mein Geld aufpassen. 20 Mäuse. Casey war durchgekommen. Da waren die Fackeln auf beiden Seiten der Lichtung, um die ich gebeten hatte. Ich wusste nur nicht, was dazwischen war. Wie geht's, Peter? Japaner in der Nähe? Nur Luftaufklärung. Hast du mich vermisst, Papi? Ja, das hab ich, Bobby. Das hab ich mir gedacht. Jeb! Boy, hier ist die Medizin. Sam sagt, sie muss sie einnehmen, sofort. Aber sie müssen die Instruktionen genau befolgen. Wie soll ich ihnen bloß danken? Papi, darf ich dir einen Kumpel vorstellen? King George. Freut mich, Greg Boynton. Ich bin entzückt, Major. King George. Major, viel haben wir nicht, aber trinken Sie einen Scotch, bevor Sie zurückfliegen? Würde ich wirklich gern, aber ich habe eine Besprechung mit dem General. Sie wissen. Ich weiß. Tank den Vogel schnell auf. Jeb, hat Nancy mich vermisst? War sie traurig? Zu Tode erschrocken, kann man sagen. Tatsächlich? Hat sie geweint? Ja, hat sie. Oh. Armes Kind. Was meinen Sie? Das müssten etwa 600-700 Fuß sein, oder? Eher 500. 500? Sind Sie besorgt, ob Sie zu dritt hochkommen? Nein, ich denke, das kann man schaffen. Gut. Etwa 500? Ja. Ah. Morgen Nacht. In ein paar Tagen sind sie zu Hause. Ich hatte es genau ausgerechnet. Boyle muss zugenommen haben. Pass auf, dass du sie nicht falsch reinsteckst. Ach, Sarge.
Hallo, Bobby. Hallo, hi, Baby. Alles okay, Bobby? Na klar, das ist nichts. Wo ist mein Känguru? Ey, wofür war das? Denk mal drüber nach. Wo ist Jack? Ich habe ihm gesagt, dass er zu schwer ist. Er hat ihn zurückgelassen. Schraub neue Zündkerzen in die Kaffeemühle. Dann schafft sie 2100 Umdrehungen. Die ist nur gebaut für 2000 kleine Umdrehungen. Stan, wenn du mitfliegen willst, schnall dich an. Na los, nimm deine Kiste und verschwinde. Mach schon, Stan. Verpiss dich von der Tragfläche. Fieber ist runtergegangen. Wie fühlen Sie sich? Viel besser. Versuchen Sie zu schlafen. Ein wenig um. Ich kümmere mich um Elizabeth. Sie schläft. Ich denke, sie wird wieder gesund. Möchten Sie einen Tee? Gern. Ich bin Mutter. Was? Oh, nur eine Redewendung. Wer eingießt, wird Mutter genannt. Leider keine Milch, tut mir leid. Aber wir haben Zucker. Zucker reicht völlig. So wie Sie hier leben, ist es schwer zu glauben, dass rundum Krieg ist. Man darf sich nicht unterkriegen lassen, Jeb. Die Japaner mögen diese Insel kontrollieren, aber solange ich diese Flagge hisse und meinen Tee trinke, ist es ein kleines bisschen England. Meinen Sie nicht auch? Ja. Warum spielen Sie America, wenn Sie Ihre Flagge hissen? Wie meinen Sie das? My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the king. Sehen Sie, es hieß God save the king lange bevor es America hieß. God save our gracious king, long live our noble king. God save the king, send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the king. Ellie, lass das sein. Ich weiß, wie das geht, Larry. Ich hab dir zugesehen. Ellie, diese Technik ist sehr sensibel. Du wirst die Anlage noch in die Luft jagen. Also nimm deine Patschhändchen da weg. Die sind bei mir besser aufgehoben. Okay. Hi, Sam. Ich hab Ellie gerade das Funkgerät erklärt, weißt du. Könntest du damit vielleicht England erreichen für mich? Ja, das ist möglich. Ich mach mir Sorgen um das Mädchen. Belladonna ist nicht gerade Aspirin. Ich möchte gern wissen, wie es ihr geht. Sam, ich weiß nicht recht. Larry, sei bitte nicht stur. Sam hat recht. Wir sollten nachfragen. Ja. Die nächste Kontaktzeit ist 9 Uhr. Bis dahin müssen wir sowieso warten. Ich stell schon mal ein. Danke. Das wär's. In Ordnung, das Gerät ist klar. Gut. Wir
Wir gehen spazieren. Geht nur, ich bleib beim Funkgerät. Wenn was ist, rufe ich euch, okay? Also, wenn was ist, rufst du einfach. Ja. Es ist mir egal. Sie hatten keine Erlaubnis, dorthin zu fliegen. Ich bin hier, oder nicht? Das ist nicht der Punkt! Falls Sie irgendwann mal nicht mehr streiten, weiß ich, wir haben den Krieg gewonnen. Darauf würde ich nicht wetten, Sir. Erkennen Sie das Dorf wieder? In der Gegend flogen Sie Tiefangriffe. Wir flogen so tief, ich hätte wahrscheinlich Hausnummern lesen können, aber ein ganzes Dorf? Nein, Sir, ich glaube nicht. Es liegt genau hier. Südlich von Point Carroll. Ja, Sir. Was ist so wichtig an diesem Dorf? Sie haben den Versorgungslinien wirklich die Hölle heiß gemacht. Aus Rabaul kommt kaum was raus. Man tut, was man kann. Sie sind gezwungen, auf versteckte Depots zurückzugreifen. Wir haben auf Aufklärungsfotos eine Anzahl Lastwagen entdeckt, die zu ihren Flugplätzen fuhren. Von wo aus wohl, hä? Von dem Dorf. Sehr richtig. Wenn wir also dieses Depot ausschalten, haben wir sie in der Mangel. Ich gebe Ihnen freie Hand in dieser Sache. Zerstören Sie das Treibstoffdepot. Wird erledigt. Es ist 9 Uhr. Bringen wir die Sache hinter uns. Larry? Larry! England! England, hier! Hier ist Starte den Generator. Reden Sie, Lacava. Ich würde gern wissen, wie geht's der Patientin? Es geht ihr gut. Sie ist schon wieder oben auf. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Samantha. Woher wissen Sie meinen Namen? Oh, ich bin Hellseher. Die Farbe Ihres Haares und Ihrer Augen kenne ich auch. Aschblond und blaue Augen. Ich würde sagen, Sie haben aschblondes Haar und blaue Augen. Richtig? Oh, die 2 Minuten sind um. Wir brechen lieber ab. Das Ferngespräch zu teuer? Was? Wie bezeichnen Sie ein Telefonat von Stadt zu Stadt? Ferngespräch. Sehr richtig. Da wir gerade von Entfernung reden, wenn Sie mal... Hier in der Nähe sind, dann kommen Sie doch auf eine Tasse Tee vorbei. Fragen Sie Chad, ich koche sehr guten Tee. Außerdem möchte ich Ihnen persönlich... Aufhören, Lacava, aus! Oh, richtig. Wir müssen aufhören. Wir reden später, Samantha. England aus. Ohne Risiko ist das Leben langweilig, oder? Sam, das waren mehr als 2 Minuten. Und? Das kann eine Menge Ärger bringen. Warum? Wenn die Japaner abgehört haben, wissen sie jetzt, wo sie sind. Oh Gott, was sollen wir tun? Das bedeutet Ärger. Getoroa, Kuju Division. American Signal 1. Wir brauchten 4 Stunden, um den Angriff vorzubereiten. Die Navy sollte Angriffe auf die Flugplätze von Rabaul fliegen, um die Zeros zu beschäftigen. In der Zeit sollten wir uns das Depot vornehmen. Ich war den Einsatz ein Dutzend Mal mit General Moore durchgegangen. Es sah perfekt aus. Leider hatte ich wieder eine dieser seltsamen Ahnungen. Hey, Micklin! In einigen Stunden fliegen wir einen Einsatz. Wir brauchen Brandmunition für meinen Vogel und 3 andere. Eine kleine Brandstiftung, ne? So kann man es nennen. Stimmt! Ja, Sarge! Oh. Tut mir leid, Sarge. Hol die Munition aus, Beugungsmaschine. Ich hab sie richtig reingetan. Und ersetze sie durch Brandmunition. Oh, okay. Verdammter Pingel. Casey, ich muss einen Einsatz mit dir besprechen. Wir haben eine Meldung aus England. Dort wimmelt es von Japan. Das ist meine Schuld. Nein, nein, ich war nicht am Funkgerät. Ich hätte es nicht anfassen dürfen, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Die Medikamente können gefährlich sein, wenn sie falsch dosiert werden. Die Menge der Dosierung steht drauf. Okay, aber was tun wir? Du lässt die Hände vom Funkgerät, das tust du. Boynton, die Ente gebe ich Ihnen nicht, damit Sie Ihren eigenen Privatkrieg führen. Sie haben einen wichtigen Einsatz zu fliegen. Sir, für diesen wichtigen Einsatz brauche ich die Ente. Was? General Moore. Sagte, dass ich freie Hand habe. Das sagte General Moore, Sir. Boynton, Sie kriegen keine Ente. Sir, verstehe ich Sie richtig. Sie wollen dem Kommandeur sagen, was er zum Einsatz braucht und was nicht? Na gut, ich schreibe es in meinen Bericht. Und wenn was schief läuft, erklären Sie es bitte der Flotte, Sir. Wieso brauchen Sie eine Ente dafür? Sir, das kann ich auf offener Frequenz nicht erklären. Dann benutzen Sie einen Saker. Der ist leider kaputt, Sir.
Es gibt nur einen Weg, einen bürokratischen Colonel zu besiegen. Man muss seine eigenen Waffen benutzen. Also gut, Jerry, du fliegst die Ente, ja? Geht klar. Beim letzten Mal haben Sie die Schuld auf mein Flugzeug geschoben. Diesmal sorge ich dafür, dass Sie keine Entschuldigung haben. Aha. Wird ja auch extra bezahlt. Papi, ich will mit. Boyle, du schaffst nicht 500 Meilen mit verbrannten Händen. Ich flieg in der Ente mit Micklin. Nein. Hör zu, Papi. Jeb ist meinetwegen da draußen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich gehe mit euch. Wenn du mich hier lassen willst, dann wirst du mich niederschlagen müssen. Hör gut zu. Wenn irgendwas passiert und du getötet wirst, hinterher keine Klagen, Boyle. Also los. Bobby? Ja, was? Ich will nur, dass du weißt, wenn was passiert. Ja? Nun, dann achte ich auf dein Känguru. Das ist alles. Beweg deinen Arsch, Boyle! Das ist keine Verbrüderungsparty! Sonny Boys. Bis heute Abend. Ziemlich kühner Versuch, aber die einzige Chance für Jeb und Peter. Wir flogen Jagdschutz für die Ente, die dann in der Lagune wassern sollte. Wir konnten für 10 Minuten die Japaner in Schach halten, während sie rauspaddelten. Das heißt, wenn die Japaner sie noch nicht erwischt hatten. Du grinst schon genauso dämlich wie dein Känguru. Sie liebt mich, Sarge. Sie liebt mich. Haben Sie Feuer? Kennst du eigentlich diese Maschine? Ja, der Motor ist vorn, das Heck ist hinten. Muss ich noch mehr wissen? Du sitzt auf dem Treibstofftank. Mit dem Rauchen wollte ich sowieso aufhören. Ja, mal passieren. Du siehst gut aus. Du fühlst dich sicher besser. Ja, mir geht's gut, Peter. Keine Angst, wir verstecken uns bis heute Abend am Strand. Dann fahren wir mit dem Boot nach Frankreich. Da sind wir sicher. Sind hinter uns her. Ja, wir müssen uns bis zur Dunkelheit verstecken. Am besten unten am Fluss. Wartet, ich höre eine Corsair. Ich höre gar nichts. Doch, doch, ich höre sie, Peter. Da! Sie haben eine Ente dabei. Sie wassert in der Lagune. Schnell hin! Ja,
Patrouillenboot direkt vorm Strand. Casey, erledige das. Komm mit, French. Ich bin hinter dir. Bringen Sie zum Boot. Wir halten Sie hier auf. Da brennt was im Dschungel. Sieht aus, als ob Peters Haus brennt. Dumbo, seht ihr irgendwas? Over. Nein, Papi, aber wir hören Gewehrfeuer. Habt ihr das gehört, Jungs? Wenn da unten geschossen wird, leben sie noch. Da ist jemand am Strand. King George und Elizabeth. Peter kommt auch. Schwarze Schafe, Führer. Hier Dumbo. Unsere Leute am Strand. Wiederhole, unsere Leute am Strand. Mach schon, ruf Papi, das sind alle. Jeder, der noch am Strand ist, ist ein Reißball. Ja, verstanden. Schwarze Schafeführer, hier ist Dumbo. Unsere Leute sind alle auf dem Wasser. Der Strand gehört euch. Wir beschossen den Strand, bis wir sicher waren, dass Peter und King George weit genug entfernt waren. Dann nahmen wir Kurs auf das Treibstoffdepot. Ich weiß nicht, ob Colonel Lard den Einsatz der Ente für richtig gehalten hätte, aber wir taten es. Ach ja, das Treibstoffdepot. Haben wir es erwischt? Wollen Sie drauf wetten?